Ist also schon, es geht alles mit rechten Dingen zu. Wie das immer klingt, ne? Es geht alles mit rechten Dingen zu. So ein bisschen komisch. Warum gerade das dann positiv ist? Hm. Da sollte man dann irgendwie politische Gesinnungen, sollte man eigentlich dann nicht gerade so benennen, dass sie explizit irgendwie der Sprache auch noch zutun, finde ich. Wäre irgendwie wahrscheinlich schlauer. Sonst denkt man immer, Recht ist gut. Der rechte Weg und so weiter. Du bist schon Rechte. Und alle solche Geschichten. Hier brauchen wir unsere Steintreppis. Treppis. Das brauchen wir definitiv nicht. Den Loot brauchen wir nicht. So haben wir das gemacht, ne? Oder? Ja, genau. Da sind aber jetzt keine Skelette mehr drin. Nein. Dann hat sich die Fackel-Aktion doch gelohnt. So rum. Das ist falsch. Das ist richtig. Die brauchen wir hier auf jeden Fall auch noch. Die Holzachs brauchen wir gerade nicht, also können wir das eigentlich in der Richtung so verbauen. Verbauen. Bum, bum, bum. Machen wir das so. Ja, machen wir das so. Das ist okay. Ihr wisst ja, das Hobbithaus bauen ist immer so eine organische Geschichte. Man buddelt sich da einfach irgendwie in den Berg und guckt, wie der Stein zu einem spricht. Um das Ganze esoterisch auszudrücken. Natürlich hat das mit Esoterik gar nichts zu tun. Das ist Plumbes und Tumbes. Minecraften. Völlig. Minecrack heißt ja jetzt. Zumindest bei den Amerikanern. Jetzt gerade gehört letztlich, dass irgendwie die Amerikaner das jetzt in ihrem Morgen-TV auch schon ansprechen und sagen, and some even call it Minecrack. Die Amerikaner, die haben gerne Angst, scheinbar. Und deswegen müssen in den Medien alle Themen irgendwie verangstet werden. Sonst sind die nicht glücklich oder so. Oh, da kommt, glaube ich, schon die andere Hütte. Wenn ich mich nicht irre. Da müssen wir dann ein bisschen vorsichtig sein mit der Bauerei. Okay. Dann machen wir hier einfach so einen Rechtsgang. Ne? Ja, da kommt die andere Hütte schon. Aber das tut sich ja nichts aus. Dann machen wir hier einfach eine Wand hin. Das kriegen wir hin, nicht? So. Gewandet. Gut. Wollten wir nicht... ich wollte ja immer schauen, dass ich so keine Ecken baue. Also ziehen wir hier einfach auch eine Wand hoch. So. Gehen wir hier nämlich um die Ecke. Und hier haben wir es, glaube ich, immer so gemacht, dass wir dann da und da... Und dann gehen wir nämlich gleich so rum. Das ist, glaube ich, dann schon... Wie immer haben wir Probleme mit den Treppen. So ansetzen und die dann wieder so anzusetzen, ist manchmal schwierig. Aber es sieht einfach besser aus, wenn es um die Ecke geht, finde ich. Als wenn zwei so Treppenstücke da irgendwie enden. So, so, so. Dann wissen wir auch gleich, dass wir hier nur zwei hoch ausbauen müssen, damit wir hier schön... Aber dann... Manjana... Trana Palana. Dann würde ich sagen, bauen wir hier wieder so eine Treppenkonstruktion rein. Sowas zum Beispiel. Musicantus Patantus. Lichtus. Nicht vergessus. Da grabe ich immer so ein bisschen viel aus, ne? Ich denke immer, dass ich so voll die mega hohen Decken machen will, aber es ist ja ein Hobbithaus. Da passen ja hohe Decken nicht so wirklich.
Ah, aber jetzt haben wir hier so eine längliche Bank. Das ist eigentlich schon ganz gut. Und hier können wir direkt so zumachen. Das machen wir ja sonst auch immer. Und dann hier bauen wir hoch. Wie mache ich das denn da? Schon auch so, genau. Ja, ah ja, stimmt, da kommt ja denn. Oh, haben wir das dann so gebaut? Oh. Also gar nicht so, sondern mehr so. Ups. Stimmt, macht eigentlich auch Sinn. Macht auch Sinn. Absolut. Zack. So. Und dann kann man hier auch schön die Mauer hinbauen. Dann würde ich sagen, machen wir hier so ein bisschen so ein Luxus-Hobbit-Haus. Mit Panoramablick. Ein bisschen größeres Fenster. Zack, 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 zack. So. Öre, Möhre. Möhre, Böhre. Soll es ein Hobbit-Haus mit Glasfenstern sein? Das wäre ja krass, ne? Nee, machen wir nicht. Huch. Das passt stilistisch einfach. So passen die, passen einfach viel besser. Finde ich jetzt zumindest mal. So, okay. Hier haben wir wieder unsere Halbton-Halbdingens da. Da können wir auch mal mit Stein auffüllen. Das brauchen wir nicht immer mit Holz machen. Dafür ist das Holz zu kostspielig. Haben wir schon wieder, ja, wir haben schon wieder Abend. Drum schnell ins Bettchen gehüpft. Ich glaube, ich habe hier doch auch irgendwo Bettchen drin. Nee. Ich habe die noch gar nicht ausgebaut. Skandal. Und einziehen könnt ihr natürlich auch in die Hobbithäuser, aber erst, wenn sie komplett fertig sind. Weil vorher weiß ich noch nicht, wie viele Häuser wir haben und dann, keine Ahnung. Vielleicht fällt uns ja irgendwas Cooles ein, was wir machen können als Wettbewerb oder so. Aber das werden wir dann sehen. Sobald das Hobbit-Dorf eine zumindest angehend finale Größe erhalten hat, können wir das, glaube ich, besser entscheiden. Wie viele Häuser wir haben, wie viele Leute gerne darin wohnen wollen und so weiter. Mhm. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch. Ding, ding, ding. Oh, warte mal, wie sieht denn das aus? Das habe ich auch nicht probiert. Das können wir auf jeden Fall mal testen, wie das aussieht. Wenn wir hier um die Ecke. Habe ich noch nie geguckt. Noch nicht geschaut. Wie, was passiert denn, wenn man jetzt beispielsweise hier an die Ecke. So. Huch. Auch irgendwie cool. Ne? Doch, ich finde es ganz gut. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Oh, jetzt habe ich wieder keine Holz. Keine Holz? Ich habe wieder keine Holz. Muss ich gucken, was ich mit der Holz mache. Wenn die so um die Ecke liegt, kommt echt gut. Kommt gut. Kommt gut. Dann buddeln wir uns hier ein bisschen noch größer rein. Das soll ja ein etwas größeres Hobbithaus werden. Muss ja auch ein paar reiche Hobbits geben. Kilobelia, Sackbein, Beutlins, keine Ahnung. Sackbein. Mhm. So werden sie bestimmt gehossen. So. Da muss man jetzt ein bisschen stiller sein, denn ihr wisst ja, wie es ist, wenn man so gerade, wenn die Birne so kreativ am Rumdampfen ist, dann ist das mit dem Labern, wird dann immer schwieriger. Da kann ich nichts machen, da bin ich auch kein Hexenmeister. Und je mehr man überlegt, desto mehr wird die Stille gepflegt. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja.
Bim, 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 bim. Okay. So langsam kriege ich ein Gefühl für dieses Hobbit-Häuschen. Doch, das ist echt ganz cool. Ich finde es echt so voll futuristisch Hobbit-häusig gebaut. Aushäusig. So, dann können wir nämlich da oben sowieso auch zubauen. Das muss nämlich gar nicht so hoch ausgebaut sein. Aber wir könnten ja natürlich dann auch sagen, hier an der Stelle öffnet sich das Hobbit-Haus. Ich glaube, das machen wir. Machen wir das? Ja, ich würde schon sagen. Ich glaube, das kommt gut. Dass wir hier dann mit der Decke, um genau zu sein, einfach eine Etage höher gehen. Und zwar, indem wir das hier so ansetzen. Lass mal kurz überlegen, wie machen wir das am blödesten? Also das bis hierhin ist schon mal okay. Da haben wir dann ein Loch, das wir auf jeden Fall stopfen sollten. Zack. Und hier ist auch noch gut. Aber jetzt müssen wir hier an der Stelle irgendwas tricksen. Das ist der Übergang. Dass wir hier jetzt in den Halbschritt höher gehen können. Dazu muss ich das sowieso wegklopsen. Das kommt dahin und das kommt dann dahin. Ja, super. Gut gemacht. So. Okay, jetzt muss man gucken, was wir hier veranstalten. Wenn wir das nämlich jetzt einfach öffnen, dann müssen wir ja hier... Was haben wir denn hier einfach so? Das um die Ecke legen. Und dann hier mit Steinen anbauen. Nee, das ist ja doof. Dann wird ja die Decke gar nicht höher. Dussel. Mit irgendwas müssen wir ja hier anlegen. Ich glaube, so kommt es ganz okay. Okay, gut. Dann ist die nächste Stufe, wäre dann so. Müssen wir mal wieder rausgucken. Zeigt's der Helligkeit. Hier, du störst mich. Du bist viel zu nah, Wand. Da kann ich nicht denken. Wenn du mich so einschränkst, gedanklich. Geh mal weg. Du störst meine Gedanken. Du störst meine Kreise. Stör er meine Kreise nicht. Kopf ab. Wer kennt das? Wer kennt das? Wahrscheinlich niemand von euch. Nein. Ein paar von euch werden es bestimmt kennen. Stör er meine Kreise nicht. Angeblich das letzte Zitat von Galileo Galilei. Der soll angeblich so verrückt gewesen sein, dass er den Römern so ein bisschen die Stirn geböten hat. Die haben ihn dazu gezwungen, dass er ja seine Theorie mit der runden Erde verleumdet. Und ja. Und dann angeblich hat ihn irgendein römischer Soldat irgendwo erwischt, wie er im Sand saß und wieder seine Kreisetheorie irgendwelche Sachen in den Sand gemalt hat. Und als der Römer ihn dann festnehmen wollte, hat er ihn nur angefahren und gesagt, stör er meine Kreise nicht. Und dann hat er den Kopf verloren. Ja, Urban Legends, ne? Ich bezweifle, dass es so abgelaufen ist. Klingt aber schon irgendwo so badass. Wahrscheinlich wird er einfach nur davon gelaufen sein, Todesangst und so weiter, und dann haben sie ihn irgendwie gekriegt und einfach umgenippelt. Die gute Religion, was die nicht alles Schönes macht. Jetzt lassen wir mal gucken, wir haben wieder das gleiche Problem wie in der anderen Hütte, dass wir nicht genau wissen, wie wir den Übergang gestalten sollen. Aber ich muss sowieso neue Treppchen machen. Prima, noch ein bisschen Zeit, bis der Tag rum ist. Ein bisschen Treppchen. Wir haben noch so massig Holz, ist ja super. So, einmal 64. Nein, nochmal. So viel wie möglich daraus bauen. Treppchen brauchen wir sowieso immer. Keine Ahnung. Nehmen wir die. Keine Ahnung, irgendwie so. Komm, zack. Mach mal alle Treppen, die du machen kannst. Zack. Zack. So. Okay.
Ja, 64 Treppen, guck mal. Ist doch schon mal ein Anfang. Jetzt können wir ein bisschen rumprobieren, wie wir den Innenraum so gestalten können, dass er einigermaßen schön übergeht. Was habe ich denn da eigentlich gebaut? Ah, ist okay.